Fokussiere. Fokussiere, du Hurensohn. Bitte, liebe Kamera, fokussiere ein bisschen. Du schaust hier nicht in die Sonne. Aber egal. Die vierte Staffel startet mit einem Bang, beziehungsweise das Finale der ersten Episode und man ist gleich drin. Tommy allerdings startet an einem seinem arrogantesten und spießigsten Punkt, aber es ändert sich recht schnell, denn die Staffel geht recht schnell zurück auf die Wurzeln, zurück zu den Wurzeln, denn die Familie hat eine gefährliche Vendetta zu bekämpfen, die eine Konsequenz aus der letzten Staffel ist. Und im Allgemeinen zeigt, beweist die Show mal wieder, dass sie eine Show mit Konsequenzen ist. Was aber nicht bedeutet, dass es weniger komplex wird, eher im Gegenteil. Tommy trifft seinen großartigsten Schurken bis jetzt, der perfekt gespielt wird von Adrian Brody. Luca Changretta ist praktisch eine andere Seite von Tommy. Er ist nämlich ein genauso planender und schlauer und gemeiner Gangster wie er selbst auch. Außerdem liebe ich, wie die Show jetzt mittlerweile einfach nur flext, damit wie viel Budget sie hat. Zum Beispiel werden die fancy Anzüge, die sie alle tragen, oft dreckig, was auch natürlich einen tollen Symbolismus hat. Haha, kann ich reden, kann ich auch nicht. Habe ich zu viel Englisch geguckt mit dem Peaky fucking Blinders, aber egal. Außerdem flext sie mittlerweile auch damit, mit welcher Star-Power sie hier aufbreitet. Also nicht nur Cillian Murphy, Tom Hardy, auch noch Adrian Brody und Aidan Gillen sind hier. Wenn ich etwas kritisieren müsste, dann wäre es eine Szene, in der alle Involvierten auf einmal sich in Stormtrooper verwandeln. Wenn ihr die gesehen habt, wisst ihr, welche ich meine. Aber im Allgemeinen ist es hier Top-Notch Writing. Ja, doch, man sagt Writing auch im Deutschen. Dialoge sind grandios, die ganze Struktur ist grandios. Man kann in jeden einzelnen Dialog mehrere Sachen reininterpretieren. Also, wenn es das Finale gewesen wäre der Serie, wäre das ein sehr würdiges Finale gewesen, wie ich finde. Aber glücklicherweise geht's weiter. Und Steven Knight hat mit dieser Show einen tollen Job gemacht. Und ja, es ist die beste Staffel bis jetzt. Jede Staffel von nun an wird sich mit dieser hier messen müssen.